Die Patientin kommt wegen einer Behandlung der Zornesfalte und man sieht hier eine feine Linie zwischen den Augen. Das ist die Zornesfaltenlinie, die kann sich schon mal verdreifachen. Die Behandlung erfolgt in einmal mit Hyaluronsäure, damit das Ganze auch aufgebaut wird. Ist sicherlich kann man hier auch mit Botulinumtoxin arbeiten. Sind einzelne Faktoren, die der plastische Chirurg dann am Ende entscheiden muss mit dem Patienten gemeinsam, damit man so ein schönes Ergebnis dann auch erhält.